Es tut mir so leid und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Cat Café Manager. Es tut mir so leid, dass der letzte Part so Überlänge war, aber man kriegt es halt einfach nicht mit und OBS ist halt einfach so im Eck, dass ich das so nicht so richtig sehe. Ich muss jetzt ein paar Leute hier rausnehmen. Und die Fischer nehme ich erstmal raus. Die können von mir aus jetzt noch alle kommen und so ist ja kein Problem, aber ich brauche mehr Hexen, damit ich mit dem Essen hinterherkomme. Die haben auch unglaublich viel. Na gut, die nächsten Tage werden wahrscheinlich so die ganzen Leute. Weil ich über 1000 bin, werde ich dann auch die Punks rausnehmen. Auch wenn halt denn die Katzen nicht richtig ihre Wirkung zeigen können, weil ich ja bei manchen Katzen ja das wirklich so habe, dass dann, hey, wenn Hexen im Ding sind, wenn Punks im Ding sind, wenn Fischer da sind, kriegst du mehr, aber ich brauche halt auch einfach mehr Hexen. Auch mehr Nektar einfach. Oh, hi. Sonst wird das nichts. Ich weiß, dass ich Kartoffeln brauche, aber ich habe halt kein Geld für Kartoffeln. Ihr Witzbolde. Ich meine, ihr seid schon witzig. Witzig! Wieso fällt mir denn das Servieren so schwer? Bei manchen. So, die werden ja alle bedient. Die Küche läuft, alles läuft. Wir haben halt nur nicht das Essen. Ist auch überhaupt nicht seltsam, dass wir einen Waschbären hier haben. Ich hoffe, es kommen halt denn mehr Hexen, wenn sie halt. Ne, das fehlt mir. Schokoladeneisbecher. Ist dir schon mal aufgefallen, wie Finley mich komplett ignoriert? So nett von ihr. Ich glaube, sie kann mich richtig gut verstehen. Bestimmt. Und neues Projekt wählen. Das habe ich schon. Das ist durch, das ist durch. Ich weiß doch, dass sie Fish and Chips brauchen. Huber, wer bist du denn? Ach, das ist doch ist das nicht der Ehemann von dem Fischer? Nun, hallo, Maika, richtig. Dann bin ich wohl im berühmten Ladiva, von dem ich so viel gehört habe. Ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Woher weißt du von mir? Meine Vagabundenfreunde haben mir von diesem Ort erzählt. Hier soll schön kühles Wasser serviert werden, während die Katzenmühlenreisenden Trost spenden. Ich bin Huber. Ich betrachte mich selbst gern als jemand, der reist. Und meine Füße haben mich gerade hierher nach Katzquietschhausen getragen. Ich sammle unterwegs gerne Schnickschnack und so. Vor kurzem habe ich ein paar Dinge aufgesammelt, die gerade dich sehr interessieren könnten. Ich werde meinen kleinen Kuriositätenladen in der Stadt einrichten, mir gefällt es hier und ich werde wohl noch eine ganze Weile bleiben. Ich werde einzigartige Möbel verkaufen, die du noch nicht hast. Wir Reisenden nennen sie Freundschaftsmöbel. Diese Möbelstücke haben eine besondere Aura an sich. Die Menschen versammeln sich gerne um sie herum, um Gespräche zu führen. Ich stelle Freundschaftsmöbel in ein Café und schon bald besuchen dich Freunde, um neue, einzigartige Geschichten zu erzählen. Jedes Freundschaftsmüll ruft seine eigenen einzigartigen Geschichten und Gespräche hervor. Wenn dich das also interessiert, solltest du sie alle sammeln. Danke. Klingt doch schön. Kaufe ein Freundschaftsmüll versuchsweise und schau, ob es dir gefällt. Ich lasse dich lieber in Ruhe. Mach's gut. Die Stadtbewohner, die voller Begeisterung sind, haben beim Wiederherstellen des Katzenschreins geholfen. Du beschließt, einen Blick darauf zu werfen. Die Urmiete schlendert auf dich zu, der Mund verzieht sich zum katzigartigen Annäherung an ein Lächeln. Ich finde, der sieht immer noch so aus wie vorher.
klein ist, erscheinen in seiner ursprünglichen Pracht sehr nahe. Ich denke, es ist an der Zeit, dir erzählen, warum das so wichtig ist und woher ich Großmutter Nein kannte. Ich würde es sehr gerne erfahren. Die Geschichte fängt vor langer Zeit an, als Menschen sich hier niederließen. Diese Menschen waren entschlossen, in einer sich verändernden Welt zu gedeihen. Eine Welt voller Dampfmaschinen und rauchender Schornsteine. Die Siedlung florierte, aber keiner der Menschen war glücklich. Sie hatten alle die Begeisterung am Leben verloren. Es waren ihre ersten Feinde, die Wildkatzen, die ihnen demonstrierten, in jedem kleinen Moment Begeisterung zu finden. Die Katzen und die Menschen lebten eine Zeit lang in Frieden. Die Menschen kümmerten sich um die Katzen und die Katzen brachten den Menschen Begeisterung. Die Menschen haben diesen Schrein gebaut und den Katzen hier viele Lachsopfer dargebracht. Um sich an ihre Geschichte zu erinnern. Weitere Katzen kamen ins Tal und bald nannten die Siedler die Stadt Katzquitschhausen. Mein Schutz war nicht mehr erforderlich. Die Welt verändert sich doch weiter und vielleicht ist es schon seit einiger Zeit so. Menschen können nicht anders, als sich Sorgen zu machen und sich über all die Unsicherheiten zu ärgern, die auferlegt werden. Und so verfiel der Schrein. Die Katzen mussten sich wieder einmal selbst versorgen. Es war schon immer der Wunsch der Katzen, hier den Menschen auf der Suche nach Glück und Erleichterung zu helfen. Mein Ziel und das Ziel deiner Großmutter war, die Stadt durch die Wiederherstellung des Schreins zusammenzubringen und ihr Leben mit Begeisterung zu füllen. Begeisterung für Katzen, die Natur und einander. Deine Großmutter konnte es nicht bis zum Ende durchhalten. Zweifellos freut sie sich, dass du ihre Arbeit fortsetzt. Jetzt muss ich dich noch einmal bitten, bitte bring die Begeisterung der Katzen zu den Stadtbewohnern und erhalte ihre Hilfe bei der Wiederherstellung dieses Schreins. Natürlich. Wir sind jetzt ganz nah dran, nur noch ein kleines bisschen fehlt. Ich setze meine Hoffnung auf dich, mein Kleines. Die Uhrmieze geht, als ein Gefühl der Spannung über den Katzenschrein fällt. Ich hoffe, dass alles gut wird. Voilà. Wo bin ich denn? Ach, da. Ich wollte das Ding auffüllen. Jetzt sind sie aber auch alle gegangen. Jetzt muss aber mal gucken. Mitarbeiter, Katzen. Da kann ich noch keinen leveln. Hier. Was wollte ich? Ich wollte alle. Du bleibst bei 13, du auch. Ich wollte Putz noch auf 13 bringen, aber erstmal bist du dran. Und dann bin ich mal dran bei Katzenpflege hier. So, dann in die Stadt. Ja, wir kaufen uns Kartoffeln. Guck mal, ich habe Kartoffeln gekauft. Kaffee wäre vielleicht auch nicht schlecht. Mit was kann ich da bezahlen? Ein Teetisch, entspann dich? Das wäre ja cool. Aber so viel Nektar, als ob. Gemütliches Lagerfeuer. Lerntisch. Okay. Das gemütliche Lagerfeuer ist wahrscheinlich das erste, was ich da kaufen kann. So, das brauche ich nicht. Hier brauche ich eigentlich gar nicht zu gucken, ne? Im Besitz. Ich hätte ganz gern nach Stil. Das ist neu. Stimmt, ich habe ja diese Erntesachen freigeschaltet, ne? Aber die Fritteuse habe ich. Hipster-Technik. Spüle habe ich. Schneidebrett habe ich, das weiß ich. So. Was machen wir denn als erstes? Wir kaufen mal einen Tisch und zwei Stühle. Das ist auch. Ich habe den jetzt gekauft, ne? Und den. Diese Seen sehen sie nichts. Hier kann ich mir das nicht leisten. Aber ich hätte ganz gern eine Pilzlampe. Den Fleckenteppich. Und die Schuppen und die Vogelscheuche. Dann hier natürlich den Erntekranz und die Gewürze. Ey, das wird so cool. Sonnenblumen. Sind, glaube ich, für draußen, ne?
Aber ich finde, der Schrein, der sieht halt immer noch so aus wie vorher. Lasst mich überlegen, lasst mich gucken. Ah, warte, jetzt weiß ich noch, wo ich noch gucken wollte. Nee, hier hat er leider nichts Neues. Na gut, doch, hier das Erntefenster. Aber da fällt mir ein, jetzt wissen wir, wo wir hier was hinmachen können. Also, da haben wir zwei, ne? So, bauen. Bauen. Das sieht halt alles so nicht schön aus. Mir fehlt halt noch so der passende Boden. Bin ich ganz ehrlich. Na gut, so, wie viel hatte ich jetzt hier? Da hatte ich zwei breit, ne? Wenn wir jetzt hier reinkommst, dann hast du das. So, und dann 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, da fehlt's! Ah ja, klar. Aber hier kommen diese Reven-Dinger hin. Die sind mir wichtig. Oh, ich habe das Falsche. Sorry, ich wollte den. Das ist ja dann erstmal hier das Ding. Das ist ja hier der Flur, damit die Leute da so hinkommen. Ich nehme die zwei vielleicht erstmal weg. Und sag, komm, ihr könnt hier durch den Flur da reingehen, damit die halt auch zur Toilette können. Ne, halt wichtig. Wichtig und richtig. Kann ich vielleicht das so machen, dass ich sage hier? Ne, das sieht komisch aus. Den hau ich weg. Und dafür kommt denn da noch so ein Ding hin. Wieso ist das denn? Dann hauen wir den weg. Es ist halt ein bisschen dumm gerade. Ja, ich weiß. Ah, dekorieren. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier solche Möbel habe. Eigentlich ist es dumm. Eigentlich sind die voll dumm. Weil das ist ja wesentlich wichtiger hier. Eins, zwei, drei. Und das jetzt hier nach dem... Hier. Nee, die müssen schon draußen stehen, lol. Ganz dahin. Sonnenblumen sind immer in Ordnung. Jetzt habe ich aber keine Stühle, ne? Weil ich die falschen gekauft habe. So. Ich hätte ganz gern nämlich den Kürbisstuhl hier. Die Stühle hätte ich ganz gerne. Die Vampirstühle sind egal. Weil ich finde, Vampir gehört für mich jetzt nicht zum Erntefest. So, Punkt. Punkt, fertig, aus. Ist das denn aber so etwas, was dann im Prinzip reinkommt? Ja, okay, sieht jetzt halt nicht so cool aus, ne? Ich gebe zu. Aber uns fehlt halt noch ein bisschen. Aber dafür können wir jetzt wenigstens das eine ein bisschen. Ah ne, dann muss ich die Punks wiederholen, ne? Nee. Ist schon richtig so.
Jetzt ist keiner mehr. Kommt, kommt alle rein. Komm. Einen Stammgast anrufen. Wen nehmen wir denn? Ja, komm, Finley. Ich werde wahrscheinlich wirklich die einzelnen Bereiche doch noch mal ein bisschen verkleinern müssen. Habe ich das, die Befürchtung. Da. Macht der eine auch noch was? Naturjoghurt ist der Snack des Chaos. Darüber habe ich viel nachgedacht, okay. Ich komme, ich komme. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn wir wir sind auf jeden Fall am Machen. Meine Kirschen sind ausgegangen. Ah, die da hinten in der Ecke sind auch ein bisschen blöd dran. Witzig. Wieso kostet mich das so viel Zeit, sag mal? Muss wirklich besser werden. Ich bin fürs Quatschen zuständig. Das ist eine gute Arbeitseinteilung, finde ich. Aber warum die denn nicht reden? Das verstehe ich nicht. Wieso reden denn nicht die anderen Leute? Vielleicht muss ich das hier austauschen, denn durch dieses T-Ding. So, 5. Ich habe ich auf 13. Du bist auf 13 bei den wichtigen Sachen. Das hier. Auf alle, wenn Hipstermöbel. Es gab noch mal einen richtigen Boost. Krieg ich noch mal das hier. Katzen. 2 Level. 5, 5. Die ist 4. Okay, dann kriegt Olli jetzt. Und Olli macht noch mal auf, ja, Hipster, komm. So, Essen. Essen, Essen, Essen. Wir brauchen auf jeden Fall Brot. Wir brauchen Eis. Wir brauchen den Schinken. Und dann hört es nämlich schon wieder auf. Kann ich mir Erdbeeren leisten? Nein. Das Rotbier haben wir noch 12, das reicht. Der Kopfsalat sagt sich so. Möchten wir auch nochmal. Was brauche ich für das Fotobuch? Den Teetisch braucht man das. Der Teetisch wird sehr schwierig. Aber wir nehmen das Fotobuch. Eine gute Wahl. Ich weiß.
Möbel. Können wir schon mal bitte nicht nach Namen, sondern nach Stil. Das ist nur so viel kostet, das ärgert mich. Das ist so ärgerlich. Zurück zum Kaffee. Dekorieren. Also das ist etwas, das kann ich hier so hin. Okay. Was hatte ich hier? Das ist das. Ach, das war sein Aquarium. Schwierig. Dann kommst du erstmal dahin. Kann ich dich so umsetzen? Umdingsen. So macht es natürlich schon wesentlich mehr ein Dings, ne? So. Müssen wir mal gucken. Ich will nur wissen, wie es läuft. Ja, sicher auch. Das mit dem Nektar ärgert mich, dass ich für dieses eine Tee-Ding so viel Nektar brauche. Aber okay, das machen wir. Wir sammeln jetzt einfach Nektar. Wir kaufen immer so das Nötigste. Die Fritteuse ist zusammengebrochen. Ihr macht das schon. Gerne wissen, wie das funktioniert. Aber leider nicht. Und ich hänge hier auch fest. Ich persönlich hänge fest, aber die anderen halt nicht. Kalala und Gavin beugen sich über das Fotoalbum. Sie betrachten einige Fotos, die Nine in ihrer Jugend aufgenommen hat. Auf allen Fotos sind Hexen zu sehen. Aha, das ist der Ehemann von Bonner. Maika, ich und Lala haben gerade einen wahren Schatz an Hexengeschichten unter den Fotos deiner Oma entdeckt. Hexen neigen nicht dazu, Fotos zu behalten. Ihr wisst ja, Fotos und Flüche und so. Ja, wir haben uns gefragt, ob wir sie irgendwann in die Bibliothek bringen dürfen, um sie richtig zu ordnen und zu archivieren. Wir könnten viel darüber lernen, wie die Hexen von Katzquietschhausen damals gelebt haben. Nur wenn du mir erzählst, was ihr herausfindet, das interessiert mich. Oh, das ist wunderbar. Vielen Dank. Wir werden unsere Erkenntnisse natürlich mit dir teilen, aber das kann eine Weile dauern. Das sind viele Fotos. Gavin nimmt ein Foto in die Hand, auf dem einige weise aussehenden Hexen zu sehen sind. Manche sind uralt, andere scheinen in deinem Alter zu sein. Also, Lala, in diesem Foto, das wären die ältesten dieses Gartens, stimmt das? Das stimmt, Gavin. Ein Garten braucht seine Ältesten. Ein Garten könnte ohne sie einfach nicht funktionieren, glaube ich. Was genau ist ein Garten? Göttchen, ich habe dir das nie erklärt. Tut mir leid, Maika. Hexen hatten es früher nicht leicht, fürchte ich. Sie wurden oft verjagt und man wich ihnen aus. Und das nur, weil sie ein bisschen anders waren als die Masse. Angesichts dieses Schicksals fanden sie Stärke in Gemeinschaft und sie bildeten Gruppen namens Zirkel. Heute leben die meisten Hexen in einem Zirkel. Heutzutage reisen die Hexen aus dem Zirkel viel herum. Früher besuchte ein Zirkel eine Stadt und handelte mit der Obrigkeit die Preise für Hexendienste aus, wie zum Beispiel die Herstellung von Tränken. Ah, das habe ich schon mal gelesen. Konnte keine Übereinkunft erreicht werden und wurde die Abmachung gebrochen, packte der Zirkel die Besen und zog weiter, stimmt's? Genau, Liebes, die Hexen hier in Katzquietschhausen sind jedoch sogenannte Gartenhexen. Gartenhexen lassen sich an einem Ort nieder und bleiben da. Wir nennen solche Zirkel Gärten. Es gibt noch viele andere Arten von Hexen, Kräuterhexen zum Beispiel, die ohne Zirkel herumreisen oder Balkonhexen, die in der Stadt ihr Hexenhandwerk ausüben. Es heißt, dass die Hexen von Katzquietschhausen Mitglieder eines Zirkels waren, die mit den ersten Siedlern das Tal erreichte und beschlossen, hier einen Garten zu bilden. Danach halfen sie dem Dorf, einen Pakt mit den wildlebenden Katzen zu schließen. Das ist faszinierend. Hast du sonst noch Fragen? Warum sind so viele dieser Ältesten so jung?
Oh, wir nennen die Verantwortlichen für Zirkelältesten. Die Ältesten eines Zirkels oder Garten werden gewählt. Sicher wurden früher die ältesten und weisesten Hexen mit der Führung des Zirkels beauftragt und das ist bestimmt der Grund, warum wir sie Älteste nennen. Aber heutzutage kommt es sicher öfters vor, dass auch Jüngere als Älteste gewählt werden. Übrigens, du hast sicher schon aus dem Foto geschlossen, dass die meisten Zirkel nicht nur aus weiblichen Hexen bestehen. Dass man eine Frau sein muss, um eine Hexe zu sein, ist tatsächlich ein Irrglaube. Oh, wirklich? Gibt es Menschen, die sowas glauben? Das ist ja dumm, oder? Wisst ihr eigentlich genau über die Anfänge der Hexenzirkel? Das ist eine interessante Frage. Es kursierten hier eine Menge Theorien herum. Ich hoffe, dass die Sammlung deiner Oma ein paar Dokumente enthält, dass die eine oder andere Theorie beweisen oder eben nicht. Aber das werden wir erst sehen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie wir entstanden sind, Gavin. Könntest du uns erleuchten? Das ist selbstverständlich. Es heißt, dass es vor langer Zeit noch vor den Hexen mitten im Nirgendwo eine kleine Stadt gab. In dieser Stadt praktizierte nur eine Ärztin, die sich um die Stadt kümmerte, bis sie eines Tages selbst krank wurde und sich an niemanden wenden konnte. Die Stadt war zu abgeschieden, um einen anderen Arzt zu rufen, der sie behandeln könnte. Sie gebot den Bewohnern, sich ihrer Hütte nicht zu nähern, weil sie Angst hatte, ihre Mitmenschen anzustecken. Eines regnerischen Tages blickte die kranke Ärztin aus dem Fenster und bemerkte eine hungrige schwarze Katze, die vor der Tür lag. Sie war zu müde, um nach Hilfe zu rufen, aber sie sah ganz so aus, als hätte sie diese dringend nötig. Die Ärztin ließ die Katze rein, obwohl sie selbst schwer krank war und fütterte sie und kümmerte sich um sie. Was jetzt kommt, klingt ein bisschen wunderlich. Eines Tages sprach die schwarze Katze mit ihr. Sie bedankte sich bei der Ärztin dafür, dass sie sich um sie gekümmert hatte und weihte sie im Gegenzug in die Kunst des Trankbrauens aus Wildkräutern aus dem Wald ein. Einer der Tränke, die sie ihr brachte, konnte ihr vermeintlich unheilbare Krankheit heilen. Danach fuhr die Ärztin fort, ihr Wissen an alle Interessierten weiterzuleiten und irgendwann reiste sie von Ort zu Ort, um zu lehren. Und das war der Grundstein für den ersten Zirkel. Was für eine schöne Geschichte. Ich liebe Geschichten mit einem Happy End. Lebten sie und ihre Katze glücklich bis an ihr Lebensende? Es gibt noch weitere Aufzeichnungen über ihre Reisen, aber keiner davon wird eine schwarze Katze erwähnen. Es ist alles ohnehin ein wenig märchenhaft. Ich glaube, die Ärztin hat sich einfach selbst mit vielen Mühen und Experimenten beigebracht, wie man Tränke herstellt. Ah, ich hoffe, das magische schwarze Kätzchen hat auf jeden Fall ein langes und glückliches Leben gehabt. Möchtest du sonst noch was wissen? Nee. Natürlich, Merkel. Nochmals danke, dass wir uns die Fotos ansehen durften. Bis bald, Liebes. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Will irgendwer tauchen? Ja, du da unten. Vielleicht muss ich doch mein Konzept nochmal überlegen. Das wäre ein bisschen schade. Ich kann jetzt nicht. Ich muss mit den Leuten reden. So. Ah, ich kann einen Stammgast anrufen. Ah, wer soll denn? Ja, komm, Abel. Stell dich nicht so an. Ich häng fest, ich häng fest. Da hinten ist noch einer. Jetzt will Abel talken. So. Pss, 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 pss. Ich liebe es, wenn die das sagen. Pss, pss, pss. Oh, da muss die Toilette gemacht werden, aber das macht schon einer. Abel, was hast du denn da für einen Schmutz da hinter dir gemacht? Sag mal. Abel will noch einen Tee. Warte, mir sind die Erdbeeren, habe ich gerade gesehen, sind ausgegangen. Erdbeeren. Ah, hier will noch eine talken. Uiuiui, das war ein Krampf. Lernst du viele neue Rezepte, Maika? Bleib auf Achse. Ey, das war jetzt aber auch hier ein Kampf wieder. 7.
So. Ach, Mensch. Wieso lernen die nichts dazu, Mensch? Katzen. So, 5, 5, 5. 5, 8, 7. Okay. Dann gehst du jetzt nochmal weiter. Stress. Du solltest ein Rampenlicht haben und es sollte auf dich gerichtet sein. Ich nehme die Künstler nochmal mit. Weiß nicht, ob sich das deckt, aber das ist mir egal. Und du gehst auf die Hexen los. In der Stadt. In der Stadt. Hier habe ich erstmal nichts. Wir könnten... Naja... Weil ich ja die ganze Zeit noch hier die Möbel am Kaufen bin. Wird das wahrscheinlich nicht so gut werden. Und das mit dem Kranz kann ich später machen. In den Fleckenteppich. So. Ja. Es ist halt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Aber das Gute ist, wir können jetzt hier abspeichern. Wir gucken uns das noch hier an. Ich versuche jetzt immer nur das Nötigste zu kaufen. Und wir speichern. Damit wir das, den Nektar zusammenkriegen. Ich hätte ganz gern wirklich für das Tee-Ding, vielleicht für den Teeraum, dass das denn da genauso gut reinpasst. Dann könnte ich die hier nämlich wieder wegpacken. Aber okay, wir speichern hier ab. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oh, nur noch zwei, dann haben wir den Gartenmöbel, Kneipenmöbel plus parat. Okay, ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.